Grundlagen für ein perfektes Unboxing-Video. Als erstes brauchen wir einen Ort, an dem wir unser Unboxing durchführen können. Ein absolut hässliches Sofa ist natürlich ein Muss, denn das zeigt, dass du ein Individualist bist und dass du sehr viel Selbstvertrauen besitzt. Damit der Zuschauer etwas sehen kann, brauchen wir natürlich mehr Licht. Es eignen sich hierfür Halogenstrahler, Energiesparbirnen oder sonst was sehr gut, weil das gibt einem diese schöne, kränkliche Blässe, auf die alle so abfahren. Dekokissen im Hintergrund machen sich immer gut. Egal was man unboxt, ein Nerdkissen ist immer richtig. Ein zweites Kissen macht den Raum natürlich noch viel bunter. Am besten eins nehmen, was thematisch nicht zum ersten passt. Ein dunkles, fast schwarzes Kissen sorgt für einen netten Kontrast und sorgt auch dafür, dass mehr Zuschauer einschalten, denn alle lieben schwarz. Man sagt ja immer, aller guten Dinge sind drei, also legen wir noch ein dreieckiges Kissen dazu. Um auch etwas ältere Leute anzusprechen, sollte man etwas aus deren Kindheit mit in den Hintergrund bringen. Jetzt stellen wir noch einen interessant aussehenden Gegenstand in den Hintergrund, von dem keiner genau sagen kann, was es eigentlich genau ist. Das generiert Views, weil sie ihre Freunde fragen, was das denn sein könnte. Jetzt brauchen wir natürlich noch was zum Auspacken. Je schäbiger die Verpackung ist, desto interessanter ist das, denn das erinnert viele an ihr letztes Schnäppchen auf einem Flohmarkt in der dritten Welt. Wenn ihr selber keine Persönlichkeit besitzt, keine herausstechenden Merkmale habt und einfach nur ausseht, dann hilft es oft, einen Co-Star mit in die Szene zu holen. Natürlich eignet sich ein anderer YouTuber sehr gut, der ähnliche Sachen macht wie ihr. Wenn ihr den nicht habt, dann setzt einfach irgendwen mit in die Szene, der einfach irgendwas macht. Nun zum Unboxing selber. Wir haben nun dafür gesorgt, dass wir durch das Licht und die dunkle Kleidung sehr blass und krank aussehen. Ein Nerd-T-Shirt ist natürlich ein absolutes Muss, denn egal was Sie auspacken, ein Nerd-T-Shirt kommt immer gut. Für ein Unboxing braucht man natürlich das passende Werkzeug. Also suchen Sie sich erst sorgfältig aus. Sollte es mit dem ersten nicht klappen, nehmen Sie einfach das nächste. Klappt es mit diesem auch nicht? Nehmen Sie einfach was Größeres. Irgendwann werden Sie schon das Richtige finden. Eventuell sind Klingen ja auch gar nichts für Sie. Nehmen Sie doch was anderes, zum Beispiel ein Felgeneisen. Ein Kuhfuß. Und wenn alles nichts hilft, kann man immer noch auf elektronische Geräte zurückgreifen. Haben Sie nun alle Hindernisse überwunden, ist es an der Zeit, den Zuschauern zu präsentieren, was auch immer man ihnen geschickt hat. Siehste, da haben wir es ausgepackt. Wer hat denn das bestellt? Kann ich mich jetzt schon wieder mit eBay rumkloppen, dass das in Ordnung kommt? Boah!